Hallo, liebe Freunde, heute wieder aus dem RP-Forum. Bei mir heute zu Gast Professor Dr. Uwe Nixdorf. Lieber Uwe, herzlich willkommen. Ja, du bist Internist, Kardiologe und Sportmediziner und seit 2011 bist du Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin und seit 2013 deren Vorstandsmitglied. Lieber Uwe, Healthy Longevity ist heute unser Thema. Derzeit ist Healthy Longevity, also gesunde Langlebigkeit, absolut en vogue. Ist das eine Modeerscheinung oder steckt da mehr dahinter? Zunächst mal darf ich erst noch mal sagen, liebe Pia, dass das hier sehr schön ist bei dir. Wir sitzen hier sehr locker und wollen uns auch in den nächsten Minuten gerne unterhalten. Ich sitze hier nämlich auch neben, in diesen wunderschönen Räumlichkeiten, neben Walter Benjamin. Das ist im Grunde ein Kunsttheoretiker, den ich auch gut kenne, den ich auch vor langer Zeit auch gelesen habe. Da gibt es wichtige Werke von ihm, das Passagenwerk oder auch das Buch, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Wir machen ja auch Kunstausstellungen im EPC. Aber dazu vielleicht nachher etwas mehr, denn der Begriff Healthy Longevity geht halt eben auch sehr weit. Da geht also über die Medizin auch hinein in kulturelle, soziokulturelle Zusammenhänge. Also Healthy Longevity ist natürlich schon wichtig geworden heute. Das ist gar keine Frage. Es werden Milliarden investiert heute, im Silicon Valley etwa, nicht, wo die Forschung mit vielen wichtigen Startups in vollem Gange ist. Ja. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir im Grunde den Lifespan, also die Lebenserwartung, auch ergänzend durch einen Healthspan. Es muss auch darum gehen, dass wir quasi nicht nur alt werden, wir werden ja heute doppelt so alt wie vor 150 Jahren etwa, das ist ja schon eigentlich beträchtlich. Jetzt ist es nur so, dass wir halt oftmals zum Ende des Lebens doch krank sind, chronisch krank sind. Und das geht heute darum, und das ist die Herausforderung, ja, dass wir eben diese chronischen Erkrankungen angehen und vermeiden. Was muss ich denn tun, um eine gesunde Langlebigkeit in Zukunft zu erreichen? Ja, du fragst, was man tun kann. Natürlich, sag mal, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich will mal ein bisschen konkreter werden, dass wir natürlich auch die Menschen beraten. Das tun wir auch in unserem Zentrum sehr intensiv. Da gibt es das Varese-Konzept. V steht für Verhalten. A steht für Achtsamkeit, R für Relaxation, E für Ernährung, S für Sport und E für Ergänzung. Und in alle Punkte gehen wir dann also quasi ein und beraten die Menschen natürlich sehr gut im Sinne eines Coachings auch, ja, um die Menschen dahin zu bringen halt. Ja. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Supplementierung. Das ist der letzte Punkt, Ergänzung etwa. Und da hat sich auch viel getan. Also wir haben ja Vitamin D etwa als ein Supplement, das heute sehr evidenzbasiert ist. Das ist heute gut belegt. Wir messen bei uns auch zum Beispiel den Spiegel im Blut und gucken, ob die in Ordnung ist. Die meisten Menschen haben da auch, muss man sagen, einen Mangel. Ganz ideal ist es natürlich, wenn man es professionell machen will, halt eben auch mal, generell ist ein Check-up auch immer eine gute Idee, wenn man sich für sein Leben und seine Gesundheit interessiert. Und wir sind ja auch tatsächlich, muss man in aller Bescheidenheit mal sagen, wenn wir das ordentlich machen, so eine Vorsorgeuntersuchung auch in der Lage, mit den Konsequenzen die Prognose zu verbessern. Ja, lieber Uwe, jetzt weiß ich von den ganzen präventiven Maßnahmen. Ich finde, also Bewegung, Ernährung, Entspannung, all das beherzige ich schon gut. Könntest du mir jetzt noch irgendwas auf den Weg geben, wo ich das Ziel für Langlebigkeit denn dann auch wirklich gepachtet habe? Du hast eben von Achtsamkeit gesprochen. Das ist ja durchaus wichtig, auch ein in sich ruhen, ein selbstbewusstes Leben, auch ein Stück weit eine gewisse Selbstliebe auch wichtig. Und dass die dann auch unmittelbar mündet auch in Lebens- und Liebensfähigkeit. Das ist auch gut belegt übrigens. Da gibt es auch Forschung zu. Da gibt es zum Beispiel einen Autor, den ich auch erwähnen möchte, Professor Dean Ornish, ein amerikanischer Kardiologe, der das Buch geschrieben hat, Love and Intimacy. Also er geht auf diese Themen auch gut ein. Man weiß, dass wenn man das sozusagen auch berücksichtigt in seinem Leben, was uns ja auch glücklicher macht, dass man damit auch eine höhere Prognose hat. Also Liebe, ein ganz wichtiges Wort, ein ganz wichtiger Begriff. Wenn wir Liebe alle in uns verankert haben, egal wie, ja, haben wir die Chance, alt zu werden. Richtig? Ganz richtig, Pia. Also es lohnt sich, sich zu verlieben. Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend. Gerne. Danke.